Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Abgeordneter Jahnke, Sie haben mal wieder Ihre Kompetenz bewiesen. Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Und Ihre ganze Rede strotzte vor Ignoranz gegenüber diesen Unternehmungen der solidarischen Wirtschaft, die übrigens sich selbst Bilanzierungsregeln auferlegen, die überaus erfolgreich wirtschaften, aber die ein Nischendasein führen, wenn es denn zum Beispiel in der politischen Debatte um diese Unternehmungen geht. Möglicherweise halten ja auch Sie, Herr Jahnke, diese ganze Debatte für Gedöns, ist ja ein sozialdemokratischer Begriff, ne, schlicht irrelevant, oder für ideologische Folklore. Solidarische Wirtschaft, die übrigens nicht verwechselt werden darf mit Sozialwirtschaft, führt in der Tat in Berlin ein Schattendasein, erfährt keine besondere Förderung, weil der besondere Wert dieser Art wirtschaftlicher Betätigung völlig unterschätzt und meist auch unbekannt ist. Beispiel hatten wir gerade. Die faktische Marginalisierung ist allerdings kein Beweis für die Irrelevanz. Im Gegenteil, hier gibt es Ansätze für Unternehmungen und Wirtschaftsformen, die Lösungsoptionen darstellen, um die allgegenwärtigen Existenzbedrohungen, Probleme einer rein renditegetriebenen Wirtschaft gar nicht erst entstehen lassen. Doch das Einzige, was im wirtschaftspolitischen Mainstream zählt, ist eben die Rendite und nicht die Nachhaltigkeit. Und nun kommen wir noch mal zu dem Höhepunkt der Ignoranz gegenüber diesem Wirtschaftsbereich auf eine Frage des Kollegen Ola Lovo zur Berücksichtigung der gemeinwohlorientierten und solidarischen Ökonomie im neuen operationellen Programm der EU, antwortete Frau Itzer 2013 hier im Plenum, dass Armutsbekämpfung ja Schwerpunkt des ESF sei und die Solidarwirtschaft daher beteiligt werde. Und das ist jetzt nicht willkürlich aus dem Zusammenhang gerissen, sondern genau in dieser logischen Verkettung von Frau Itzer gesagt worden. Daran wird aber deutlich, dass über das Wesen solidarischer Wirtschaftsformen dort, wo die Wirtschaftspolitik unserer Stadt entwickelt und betrieben wird, Unwissenheit und Ignoranz herrschen, jedenfalls keine Kenntnis. Das muss man leider so konstatieren. Solidarische Wirtschaft hat nicht in erster Linie etwas mit Armutsbekämpfung zu tun, sondern mit einer anderen Form der Verteilung von Risiken und Profiten. Anders als in herkömmlichen Unternehmen, wo Risiken sozialisiert und Profite privatisiert werden, ist hier beides sozialisiert. Gigantische Abfindungssummen für gescheiterte Manager sind in solchen Unternehmensformen ebenso undenkbar wie die Abwälzung von Managementfehlern auf die Belegschaften oder Betriebsverlagerungen in Billiglohnländer. Wir haben die Debatte um die Unterstützung solidarischer Wirtschaftsformen im Abgeordnetenhaus nicht zum ersten Mal. In der Regel wird behauptet, diese Unternehmensformen würden, sofern sie Mindeststandards erfüllten, in allen Förderprogrammen gleichberechtigt behandelt werden und daher gäbe es gar keinen Regelungsbedarf und schon gar keinen Handlungsbedarf. Herr Jahnke sprach auch wieder so. Dieses Argument ist schlicht falsch, Herr Jahnke. Denn natürlich haben beispielsweise Genossenschaften oder Belegschaftsunternehmen am Kreditmarkt durchaus nicht die gleichen Zugangschancen. Denn bei den großen Banken und auch den Förderbanken geht es in erster Linie um Renditeaussichten und die Sicherung derselben. Solidarische Wirtschaftsformen sind auch bei Existenzgründern eher unbekannt. Und wenn auf eine kleine Anfrage des geschätzten Kollegen Ola Lovo aus dem September 2013 geantwortet wird, ich zitiere, von den rund 1.800 Betriebsübergaben des Jahres 2012 erfolgten allerdings lediglich 26 in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins und keine als Genossenschaft, dann zeigt dies zunächst nur eines, einen statistischen Fakt. Die Interpretation, dass diese Zahlen aus mangelndem Interesse herrühren, dürfte kaum validiert worden sein. Denn mit eben solcher Legitimität ließe sich behaupten, dass es offensichtlich ein Informationsdefizit gibt. Ich meine, dass es vielmehr die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, die der Ausweitung der Gemeinwohlökonomie im Wege stehen. Aus unserer Sicht erfüllen gemeinwohlorientierte Unternehmungen den Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz in besonderem Maße und sind auch deshalb besonders förderungswürdig.
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat in seiner Stellungnahme zur Gemeinwohlökonomie vom 17. September 2015 unter anderem angeregt, in allen Gemeinwohlstädten könnten Gemeinwohlschaltstellen eingerichtet werden, die die Gründung von Unternehmen fördern, die von Anfang an eine Gemeinwohlbilanz erstellen und von vornherein als Gemeinwohlunternehmen gegründet werden. Herr Jahnke, Sie haben jetzt hier gerade so despektierlich darüber gesprochen, dass das ja schon seit 100 Jahren so sei. Die EU-Kommission hat allen Grund, darauf besonderen Wert zu legen, dass solche Unternehmungen hier auch förderfähig und, sind und Förderung erfahren. Und darüber wollen wir gerne mit den Grünen zusammen mit Ihnen, auch Herrn Jahnke, reden im Ausschuss, wie wir genau diesen Aspekt, diesen wichtigen Aspekt dieser krisengeschüttelten Wirtschaft, einer Wirtschaftsform in einer Gesellschaft, die krisengeschüttelt ist, mal unterstützen können, damit wir dann tatsächlich auch zukunftsfähige Optionen finden für diese Wirtschaftsform der solidarischen Ökonomie. Vielen Dank.